Ja, heute auf unserem neuen alten schönen Chemnitzer Kanapee zu Gast aus meiner Mannschaft für Wirtschaftsfragen zuständig der Jörg List, Wirtschaftsberater. Der Olaf Schubert hat mal gesagt, seine Spezialität sind die mittleren Probleme und seine Spezialität sind die mittleren Unternehmen. Also jetzt nicht die Einzelselbstständigen und auch nicht die Großkonzerne, sondern eigentlich das Klientel dazwischen. Jetzt ist es, wie zu erwarten, eigentlich im Wahlkampf großes Thema. Alle Kandidaten wollen die Wirtschaft fördern, Unternehmen stärken. Ich kenne viele Unternehmer, die da die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Mein Großvater hat dann immer den Spruch gebracht, wenn man ihm helfen wollte, nee, danke, geht selber schon schlecht genug. Wenn solche Leute dann einem helfen, da schrillen bei vielen Unternehmen die Alarmglocken, denn der Staat macht es denen ja schwer genug. Und du kennst die Beispiele. Was ist denn das, was die Unternehmer nervt, was sie für den Staat eigentlich erbringen müssen, was mit ihrer eigentlichen Arbeit gar nichts zu tun hat? Ja, das ist eine böse Frage, weil da könnte ich jetzt 20 Stunden drüber reden, weil ich mache jetzt meine Beratung für klein- und mittelständische Unternehmen, also Unternehmen bis zu 1000 Arbeitsplätzen insgesamt, mache ich seit 20 Jahren und bin auf eine Fülle von Problemen gestoßen. Und das erste ist strukturelles Problem in unserer Gesellschaft, was die Politik und die Medien betrifft, weil die Rolle, die Wichtigkeit des kleinen Mittelstandes wird überhaupt nicht. Also nicht bloß nicht gewürdigt, die wird überhaupt nicht gewürdigt. Die meisten Bürger wissen es auch nicht, die kleinen und mittelständischen Unternehmen sind erwirtschaften knapp 80% des Sozialproduktes. Also nicht die Konzerne, nicht Siemens, nicht Mercedes, wer auch immer, sondern der kleine Mittelstand. Und fast 80% aller Arbeitsplätze kommen vom kleinen Mittelstand. Aber wo liest das der Bürger? Nirgendwo. Das geht auch schon auf die Kohlzeiten zurück und Schröder-Zeiten wurde das noch verstärkt bei der SPD. Aber das ist ein ganz schlimmes Problem, dass völlig falsche Prioritäten gesetzt werden, weil eben der kleine Mittelstand, ich sage mal, die Keimzelle der Gesellschaft ist, wie die Familie unserer Gesellschaft und im positiven Sinn das Kernkraftwerk der Gesellschaft, weil der kleine Mittelstand der Die Wirtschaft Energie ist. her, jawohl. Und genau dieser kleine Mittelstand wird Und welche Probleme kriegt der brutal vom verhindert. Staat gemacht? Was muss der bringen, was er eigentlich gar nie in seiner In Arbeit tun will? Füllung an Bürokratie, an bürokratischen Aufwänden, Gibt es da Beispiele, was da alles sein muss? unzählige Beispiele. Also, wir reden jetzt mal nur ein Beispiel über die ganze Berichterstattung, Bilanzen, Jahresabschluss, die müssen veröffentlicht werden. Kein Unternehmer will, dass Seine Wettbewerb Daten seine Zahlen rauskommen. liest und entsprechende Vergleiche machen kann und Auswertung machen kann. Dazu kostet das immens, weil der Unternehmer, kleines Unternehmen, muss einen Steuerberater beauftragen, Wirtschaftsprüfer, ein größeres, mittleres hat auch eigene Fachkräfte, Aber die es die bezahlen muss, die Geld. ja für die Ja, eigentliche Tätigkeit des Unternehmens dann genau. fehlen, genau. Und die brauchen aber auch einen Steuerberater und einen Wirtschaftsprüfer für Testate, für Bestätigung. Und das ist aber nur ein Punkt von 100 Punkten. Der andere Fakt ist, wir haben allein durch die Bundesgesetze ca. 10.000 Informationspflichten, die ein kleiner Mittelständler erfüllen muss. Also was der erfassen und melden muss, Ja, auf eigene Initiative, auf eigene das Kosten. klingt jetzt wie Olaf Schubert oder Steinle oder irgendwas, aber das ist Fakt. Das ist also ganz, ganz schlimm. Eine Riesenbürokratie und die Bürokratie der Bewältigung der Flut der Formulare kostet den kleinen Mittelstand 50 Milliarden pro Jahr. 50 Milliarden pro Jahr Also kostet das alleine selber das, was er ein. für den Staat erbringen muss, was mit seiner eigentlichen Arbeit gar nichts Gar zu nichts tun zu hat. tun hat. Stammt nicht von mir diese Zahl, sondern von Mario Ohofen, vom Präsident, der ist Präsident des Bundesverbandes Mittelständische Wirtschaft. Gut. Und eine ganz wichtige Zahl. Also Richtig. dazu kommen die höchsten, die kleine Mittelstandszahl in Deutschland, in Europa, die höchsten Energiepreise überhaupt und die aktuelle, aus meiner Sicht, verfehlte Energiepolitik wird das künftig noch weiter Noch nach oben schlimmer treiben, machen. noch schlimmer Richtig. Das sind machen. natürlich Standortnachteile. Das sind alles Dinge, die es unattraktiv macht, Ja. in Deutschland ein Unternehmen zu starten. Die Stadt hat wenig Einfluss, aber ein bisschen schon. Was kann die Stadt Chemnitz machen, damit es besser wird? Damit es zumindest ein bisschen vernünftiger wird für die Unternehmen. Ja, die Stadt Chemnitz hat schon einige Stellschrauben, das sind natürlich kleinere Stellschrauben, aber die sind
genauso wichtig, zum Beispiel die Gewerbesteuer deutlich senken, weil wir haben eine ziemlich hohe Gewerbesteuer. Das hat Pro Chemnitz im Stadtrat beantragt, waren wir leider als Einzige dafür. Ja, und da waren die Unternehmen, die ich betreue, erfreut, dass wir es beantragt haben und umso mehr enttäuscht, dass das eben von anderen Fraktionen nicht angenommen wurde. Wir haben noch mehrere Bürger, wieder beantragen. Weil der Unternehmer braucht Entlastung, der kleine Mittelstand. Und die Zahlen, die ich vorhin genannt habe, das waren die bundesdeutschen Durchschnittszahlen. In Sachsen sieht das nochmal anders aus, weil wir haben ja weniger Konzerne. Wir haben weniger große Stiftungen. Also bei uns sind die kleinen Unternehmen noch wichtiger eigentlich als ja, und jetzt breche ich es mal runter auf unser Hauptgebiet. Wir leben Chemnitz am Fuße des Erzgebirges, am Rand des Erzgebirges, das Tor zum Erzgebirge, so hieß es früher, im Hauptbahnhof Chemnitz. Das Erzgebirge und Vogtland ist da viel kleinteiliger. Das heißt, da ist der Faktor nochmal höher. Da haben wir gar keine Konzerne. Wir haben ein paar Leuchttürme von großen Mittelständlern, das sind aber die Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Wir haben dort eine viel kleinteiligere Produktion, viele kleine Firmen, die unheimlich engagiert sind, ihr Herzblut investieren und ganz alles für die Arbeitsplätze tun. Und das spiegelt sich im Übrigen, wenn wir offen bleiben zum Hobby, sehen wir das ja, das spiegelt sich auch in den Wirtschaftsproblemen der Fußballmannschaften. Also, Chemnitz natürlich stark, Aue natürlich auch, macht's richtig. Wobei sie das ausgleichen, die setzen auf die vielen 200 kleinen. Kann der CFC vielleicht davon lernen, sollte man drüber nachdenken, das auch so zu machen in Zukunft? Ja, wir reden ja schon lange, aber die Lernfähigkeit muss erst dort fließen. Und selbst Dresden in der Landeshauptstadt hat immense Probleme, weil keine Konzerne, keine großen da sind. Und wenn die Konzerne hier sind, dann sind es die Ableger. Also das ist nur die Tochterunternehmen der großen. Gut, das ist ein kleiner Einblick in die Probleme derer, die eigentlich unsere landwirtschaftlich am Laufen halten. Pro Chemnitz und ich als OB-Kandidat sage, bitte nicht noch mehr fördern und stärken und reinreden. Nein, Unternehmen in Ruhe lassen. Staatliche Hürden, staatliche Reinrederei abbauen und die Leute einfach machen lassen. Das ist es, was eigentlich die Wirtschaft voranbringt, dass Leute, die was unternehmen wollen, also Unternehmer, das auch einfach machen können, ohne dass ihnen pausenlos ein Bürokrat reinquetscht. Darf ich noch eine kleine Anmerkung dazu machen, weil was mir besonders auffällt, ich bin ja sachsenweit tätig und auch in Leipzig, Dresden, Zwickau, Aue, Plauen und Chemnitz ja auch. Und für mich ist Chemnitz die Stadt, wo der Unternehmer, der kleine Mittelständler, am meisten nicht gefördert wird, am meisten behindert wird mit Regularien, mit einer unheimlich langen Bearbeitung der Vorgänge. Und ich habe einen sehr guten Vergleich mit den Städten Leipzig und Dresden, wie gesagt, und Zwickau. Und keine Stadt macht das so schlecht wie Chemnitz. Kann man durchaus sagen, positiv, hier ist das größte Steigerungspotenzial für den künftigen OB also von Chemnitz. Es gibt eine Menge zu tun und die es bisher gemacht haben, werden es nicht ändern.